sorry, eine letzte Geschichte von einer Firma sogar in Frankfurt, Allahu a'lam, wie die heißt, da waren auch Brüder, die haben die ganze Zeit, hatten die Angst zu beten, dass die haben alle ihre Gebete, keiner hat auf der Arbeit gebetet, weil der Chef so ein strenger Deutscher war, ja, haben alle Angst gehabt. Da war ein Bruder, der hat gesagt, und wisst ihr was, ich gehe jetzt zum Chef, und der ist hingegangen, der hat gesagt, guck mal Chef, Herr Müller, ja, Herr XY, hören Sie mal zu, Sie wissen, und da auch wieder, jetzt kommt es wieder zum Achlag. Einer der besten Arbeiter, dieser Bruder, einer der besten Arbeiter, immer pünktlich, immer seine Arbeit richtig gemacht, nie irgendwie vorlaut zu den Vorgesetzten und, und. Also wird er von einem Chef, der nicht Muslim ist, schon mal ganz anders angesehen. Weil er hat eine hohe Position, weil du bist ein Arbeiter, der vertrauenswürdig ist. Jetzt kam er und hat gesagt, Chef, hören Sie mal zu, wir ganzen Muslime, es sind ein paar Arbeitskollegen, die trauen sich nicht so zu Ihnen zu kommen. Ich bin jetzt Sprecher für die. Wir möchten gerne, es wäre gut, weil wir können freitags nicht zum Freitagsgebet. Es ist Pflicht für uns in der Religion, dass wir freitags beten müssen. Pipapo, ich kürze jetzt ab. Okay, ihr wisst ja, wie es weitergehen würde, dieses Gespräch. Weißt du, was der Chef sagt? Hier 5.000 Euro, da hinten ist noch ein Raum frei, ihr könnt euch einen Gebetsraum machen. Ach, der hat knallhart von sich, da war ein leerer Raum, hat gesagt, hier, was braucht ihr? Ihr braucht diesen Teppich, ihr braucht das, ein paar Bücher und so. Der hat einfach 5.000 Euro auf den Tisch gelegt. Ach, und die haben jetzt jemanden, und das ist schon Jahre her auch, der freitags Khutba macht, einer von den Brüdern. Ich glaube sogar, dass manchmal ein Sheikh von draußen reinkommt. Die dürfen alle, ein paar gehen halt rauchen, die anderen, die nicht rauchen gehen, gehen ihre Pflichtgebete einfach in dieser Musalla machen, in diesem kleinen Gebetsraum. Ach, weil einer sich einfach gesagt hat, und wie gesagt, nochmal mit Achlag, er hat gesagt, Herr Müller oder wie auch immer er heißt, so und so sieht's aus, wir fühlen uns wirklich schlecht, weil wir unsere Gebete nicht einhalten können. Das ist nun mal, es gehört zu unserer Religion. Der Chef sagt knallhart, hier hast du 5.000 Euro, baut euch schon einen Gebetsraum.